Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute mal wieder einen Live-Test für euch. Und zwar geht es um die Shebens Multi-Masking Maske. Yay! Sieht sie nicht schön aus? Und ich werde sie jetzt live mit euch testen. Ich habe mir auch noch kein Video dazu angeguckt. Ich bin komplett unvoreingenommen. Und oh mein Gott, erstmal ganz ehrlich, Leute, dieses Design, ja. Guckt sie euch an, wie hübsch sie aussieht. Ich habe sie bei DM gekauft für 1,45 Euro. Und es ist eine Multi-Maske. Das kennt ihr ja bestimmt schon. Das gibt es ja auch was Ähnliches von L'Oreal. Da sind die aber mega teuer. Und da hat man diese drei Teile aufgeteilt. Und man hat dann einen Teil für die Stirn, einen Teil für unter die Augen und einen Teil für die Wangen. Und, ja, gut, steht ja auch hier. Reinigen, Poren verfeinern und regenerierend. Und zwar ist es so, einmal die Heilkreidemaske ist für die Stirn, Nasenrücken und Kinn. Dann gibt es eine Himbeermaske, die ist für unter die Augen. Und dann gibt es eine Lakritzmaske, die ist für die Wangen und den Hals. Ich glaube, den Hals werde ich heute weglassen. Und ja, dann soll jeder Part im Gesicht die passende Pflege bekommen. Und ich hatte nur bei Instagram so ein kleines bisschen gelesen und soweit ich weiß, sind alle begeistert davon. Und deswegen probieren wir sie jetzt einfach mal aus. Ich werde mir erstmal meine Haare ein bisschen nach hinten machen. Ich bin auch deswegen komplett ungeschminkt heute. So bin ich gerade aufgewacht. Nein, natürlich nicht. Also normalerweise trage ich kein Make-up. Aber gut, Video ist ja manchmal nicht so real life. Und ja, jetzt probieren wir es einfach mal aus. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hier gut hin. Ich mache jetzt einfach mal den ersten Teil ab und lasse mich überraschen, weil es steht leider nicht drauf, was wo drin ist. Aber an den Farben soll man halt sehr gut erkennen, wofür was geeignet ist. Aber wie mache ich das denn jetzt? Dann sind ja meine Hände dreckig. Also muss ich verschiedene Finger benutzen. Ja, gut. So, die erste Maske ist weiß. Ja, riecht nach Heilkreide. So, dann das Weiße kommt auf die Stirn. So, das Weiße habe ich jetzt schon mal aufgetragen auf alle Stellen. Dann nehme ich das nächste. Das ist ja hier wieder Überraschung. Und es hat auf jeden Fall gereicht und es ist auch noch was übrig. Das haben wir jetzt nicht so bei den Masken. Und da haben wir jetzt. Geht natürlich ein bisschen schwer auf Rosa. Rosa kommt unter die Augen. Als Pflege. Da kann ich jetzt schon sagen, das ist viel zu viel. Ich glaube, das kann ich sogar zweimal benutzen. Da werde ich mal den Rest behalten. Dann kann ich das nochmal früh oder so mal aufmachen. So, also wie ich schon gedacht habe, ist von dem Rosanen sehr viel übrig geblieben. Das werde ich da mal noch behalten. Das kann man sich ja dann so nochmal rausmachen. Und das letzte sollte jetzt natürlich das Schwarze sein, und zwar Lakritz. Und das soll auf die Wangen, also mache ich mir das mal auf mein restliches Gesicht. Boah, das riecht richtig heftig nach Lakritz. Und dieses unter den Augen des Himbeer, das riecht auch so krass. Also für Leute, die gar keinen Lakritz abkönnen, für die ist es auf jeden Fall nichts. Weil es riecht so krass nach Lakritz, aber ich liebe Lakritz. Und ja, die schön schwachen. Die Maske ist jetzt fertig aufgetragen. Ich habe mich dazu entschieden, doch noch was auf den Hals zu machen, weil sonst wäre zu viel Maske übrig gewesen. Und ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, es macht unglaublich viel Spaß, die Maske aufzutragen, weil es fühlt sich total professionell an. So, weil das was ganz anderes ist. Also so habe ich noch nie eine Maske ausprobiert. Und es fängt hier so leicht an zu kribbeln, so ganz leicht, so fresh fühlt sich das an. Aber nichts unangenehm, alles schön. Und dann sehen wir uns in 10 Minuten wieder. So, 10 Minuten sind um. Die Maske sieht noch genauso aus wie vorher. Also ich kann euch sagen, es fühlt sich im kompletten Gesicht erfrischt an. Und jetzt waschen wir das Ganze mal ab. Und was ich als erstes nochmal sagen will, ich fand es unglaublich gut,
wie einfach die Maske abging. Weil manchmal hat man das ja, dass sie dann so eintrocknet und dann muss man so rubbeln. Aber gar nicht, mit einem weichen Tuch habe ich einfach alles abgewischt. Ging super schnell. Und das Ergebnis ist, meine Haut ist unglaublich weich. Aber sie fühlt sich gleichzeitig auch gestrafft an. Und hier fühlt es sich halt mit Feuchtigkeit versorgt an. Also ich bin absolut begeistert von dem Ergebnis. Ich finde den Effekt sehr gut. Und ich kann euch sagen, ganz ehrlich, meine Meinung, absolute Kaufempfehlung. Ich werde für das kleine Geld und ich werde mir noch ein paar Backups besorgen auf jeden Fall. Weil das war auf jeden Fall ein richtiges Maskenerlebnis. Und sie gefällt mir super, super, super gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, dass ich irgendwelche anderen Sachen mal teste, dann könnt ihr mir das ja auch in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich sage bis bald, meine Süßen. Tschüssi!